Peace Leute, heute zeige ich euch, wie ihr bei Kick the Boss hackt. So, als erstes ladet ihr wieder die Datei runter, die ich in der Beschreibung habe. So, nachdem ihr die runtergeladen habt, geht ihr auf euer Android-Zip-App und sucht den Ordner Downloads. Ich suche den mal jetzt hier. Und erstellt einen Ordner hier neu mit Kick the Boss oder KTB habe ich hierhin gemacht. So, nun geht ihr runter und sucht die Datei, die ihr runtergeladen habt. Wenn ich jetzt finden würde, wäre das echt krass. Da. Oh fuck. So, das macht. Die wählt jetzt aus. Und macht extra hier die Datei hier. Oh nein, das macht ihr natürlich nicht. So macht man es nicht. Ich wollte euch nur zeigen, wie es geht. Also ihr geht extrahieren nach. Dann geht ihr nach oben und geht auf Kick the Boss und drückt auf hier extrahieren. So, hier sind drei Dateien bei euch drin. So. Jetzt geht ihr auf Home. Und geht in den Ordner Android. Wo ist er denn da? Geht in den Ordner Data und sucht jetzt hier Kick the Boss. Hier, das ist bei mir hier, com.game-corp.kicktheboss. Da geht ihr drauf und seht hier 1, 2, 3, 4 Dateien. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ihr seht 4 Dateien. Achso, das eine ist ein Save. Naja, ihr löscht jetzt alles, was hier drin ist. Mehrfach löschen. Und löscht alles, was da drin ist. Und drückt hier auf Löschen. So. Jetzt löscht er die Datei. Yeah. Echt krass. Geht ihr wieder zurück und zurück. Also auf Home könnt ihr dann drücken. Und sucht den Ordner. Also geht in den Ordner Kick the Boss. Also den ihr erstellt habt. Drückt hier auf Mult. Und macht hier mehrfach verschieben. Nun wählt ihr diese drei Dateien aus, die ihr hier habt. 1, 2, 3. Und macht verschieben, geht zurück und geht wieder in euren Android-Ordner. Ja, das tut ihr jetzt. Geht auf Data und sucht wieder euren Kick the Boss-Ordner. Den habe ich hier und hier macht ihr jetzt hierher verschieben. So, das war es jetzt eigentlich auch schon. Nun starte ich mal hier die App. Yeah, man. Jetzt warten wir ein bisschen. Und wir warten. Und ihr seht ja auch schon meine Anzahl an Coins. Genau. Ja. Ich schaue mir jetzt erstmal hier das Geld ein. So, ihr habt jetzt aber auch nicht nur so unendlich viele Coins oder Goldmünzen oder was auch immer ist, sondern habt auch, wie ihr hier seht, sehr viele Diamanten und könnt euch eigentlich alles kaufen, was ihr vorher nicht kaufen konntet. Also was ihr zwar kaufen konntet, aber es vielleicht ein bisschen Geld gekostet hat. So. Ein Geist, echt krass, ich hab Angst. So, ihr könnt euch eigentlich alles kaufen. Manche Sachen sind auch schon freigeschaltet. Ich weiß nicht, warum man noch manche kaufen muss. Zum Beispiel, ich habe ja eben gerade ein paar gekauft. Ja. Und das war's dann jetzt auch schon. Ach, ich glaube, weil das ein Halloween-Special war. Yeah. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.